Backe, backe Kuchen. Oder Brezeln. Oder Pizza. Caroline Mentor arbeitet im Bäckereicafé Melm in Ludwigshafen-Oggersheim. Seit rund 1,5 Jahren meistert die festangestellte Mitarbeiterin das Bäckerhandwerk. Und das trotz ihrer diagnostizierten Lernschwäche. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass der Herr Schinkomani und Herr Verrotter mir so eine Chance gegeben haben. Die hätten auch sagen können, nö, sowas wollen wir nicht. Aber die haben aber eine Chance gegeben. Und seitdem bin ich hier und bin sehr zufrieden. Zuvor arbeitete sie in den Ludwigshafener Werkstätten, einer Einrichtung des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz. Dort sollen insbesondere Menschen mit geistigen und mehrfachen Beeinträchtigungen beschäftigt und vor allem betreut werden. Die Menschen sind 2 Jahre bei uns im Berufsbildungsbereich. Dort wird dann schon geschaut, welche Qualifizierung hat der Mensch. Wir haben teilweise Menschen, die sind Mitte 30, 40, die sich dann nochmal für Außenarbeitsplätze, Praktika interessieren. War ja bei der Caro auch der Fall. Gestartet ist Caroline Mentor mit einem 4-wöchigen Praktikum. Mittlerweile ist sie aus dem Team kaum noch wegzudenken. Wir haben jeden Tag Spaß mit Caro, eigentlich nur mit Caro, auch jeden Morgen mit den ganzen Leuten, wo zur Arbeit fahren von den Werkstätten. Da sind wir ja schon partout und wir machen jeden Tag Spaß. Und deswegen kommen auch die Leute zu uns, weil sie sich hier wohlfühlen. Wir sind ganz normale Leute und ja, finden, dass sie keine Handicap haben. Und Caro hat sich integriert bei uns. Und sie will noch besser werden. Mit jeder Menge Spaß und Motivation gibt sie alles dafür, sich auch an der Kasse und im Kundenkontakt weiterzuentwickeln. Ja, so bin ich jetzt schon seit am 22. April schon im Rechenkurs. Und es macht mir sehr Spaß. Da gehe ich auch regelmäßig hin, um an die Kasse zu machen. Und es klappt eigentlich sehr gut. Und wir drücken ihr die Daumen. Vielleicht wird dieses Bild im Bäckereicafé Melm dann schon häufiger zu sehen sein.